Tauziehen auf hohem Niveau würde ich das bezeichnen, was gerade an den Märkten stattfindet, bis auf China. Da geht es ein bisschen rückwärts, aber da gibt es Gründe dafür, gleich auf Aktienlust.tv. Ja, herzlich willkommen auf Aktienlust.tv. Es passiert ja unter dem Strich gar nicht so viel. Man muss schon unter die Oberfläche schauen, um die eine oder andere Baustelle zu entdecken oder auch Chance zu entdecken. Das machen wir heute. Und vor allen Dingen auch ein bisschen diese Entwicklungen zu erklären, die da ja unter dieser Oberfläche stattfinden. Ja, gestern wieder wurde eine vermeintliche Chance, die die Bären wieder mal hatten, die Märkte in eine Korrektur zu drücken an der Wall Street, wurde mal wieder gekauft. Also es gab dann diesen Verkaufsdruck nicht, der durchaus zu erwarten war. Es gab einige negative Meldungen, Gewinnwarnungen in den USA etc., weil einfach die Wirtschaft nicht ganz so dynamisch läuft, wie man sich das denkt. Viel auch natürlich begründet dadurch, dass die Lieferketten nicht richtig stimmen. Man könnte mehr umsetzen und verkaufen, aber es geht nicht, weil man eben an die Produkte nicht rankommt. Wir kennen das ja auch hierzulande in der Automobilindustrie. Da wurde ja Kurzarbeit angemeldet. Da wurden ja auch teilweise die Erwartungen gesenkt, weil man eben ja gerne mehr machen würde, aber es eben nicht geht. Und das ist so etwas, was trotz allem ja nicht dazu führt aktuell, dass die Märkte in sich korrigieren. Nein, es wird immer wieder gekauft. Gestern wieder, gerade an der Wall Street, am Ende auf Tageshöchstkurs geschlossen. Und das ist schon eine Entwicklung, die einfach immer wieder dafür spricht, dass diese Börse nicht fundamental getrieben, sondern monetär getrieben ist. Das viele, viele Geld, was irgendwo nach Anlagevehikeln sucht. Ja. Selbst wenn wir jetzt nach China blicken, ist die Lage dort nicht eindeutig. Ja, natürlich, unsere IT-Giganten wieder ein bisschen unter Druck. Ja, also da geht es wieder bei manchen Aktien sogar um den Test der Tiefstände. Ich habe da gleich ein paar Beispiele dabei. Aber es ist auch trotz allem da nicht generell so der Fall. Es gibt andere Branchen, wo Aktien auf Höchstständen notieren. Und es gibt sogar Börsenzweiteilungen. Wir haben die Börse in Hongkong und wir sehen es jetzt hier im Chart, die um eine Bodenbildung kämpft. Ja, warum? Weil dort eben viele IT-Giganten ihr Zweitlisting gemacht haben auch, weil dort natürlich die internationalen Player in der Technologie da zu Hause sind und auch einige Aktien aus dem Immobilienbereich. Und das ist ja sowieso das große Thema Evergrande. Ja, hier wird es ja spannend zu beobachten sein, wie China jetzt das abwickelt. Es geht eigentlich um ein Unternehmen, Immobilienentwickler, ja, die massiv ihre Expansion auf Kredit vorangetrieben haben. Das Kartenhaus bricht jetzt irgendwo zusammen. Und jetzt geht es eigentlich darum, in einem normalen Markt müssten jetzt 300 Milliarden Dollar in die Insolvenz geführt werden. Ja, was für China selbst zu verkraften ist. Also das ist kein Riesenthema. Aber es ist natürlich auch für China erstmal so ein Fall, zu zeigen, wie ich mit so Verwerfungen umgehe. Ich meine, über diese Immobilienblase in China, da berichten wir schon seit 5, 6 Jahren. Ja, da wurden ja ganze Städte gebaut, ohne dass da jemand wohnt. Und von daher wird es interessant sein, das weiter zu beobachten. Aber wie gesagt, Hang Seng, der kämpft um eine Bodenbildung. Und wenn wir uns dann den Shanghai Composite anschauen, ja, da sieht es ganz anders aus. Da stehen wir kurz vor einem Break, weil es eben auch andere Unternehmen gibt. Ja, und da kommen wir eben gleich drauf zu sprechen. Gerade manche Wachstumsbranchen wie Elektromobilität, da tut sich ja dort einiges. Ja, also wie gesagt, hier müssen wir immer unterscheiden zwischen den einzelnen Branchen. Und von daher müssen wir auch immer nüchtern auf die Chancen und die Risiken achten. Und die Chancen, die sehen wir nach wie vor allen Dingen da, wo eben gerade reguliert wird, ja, wo auch Aktien unter Druck stehen, wo wir aber wo wir einfach fest davon ausgehen können, dass dieser Markt sich in Gänze noch sehr, sehr stark entwickeln wird. Ja. Und das sind wir natürlich im Technologiebereich. Ich kann mich nur immer wiederholen. China hat es versäumt, jahrelang zu regulieren. Deswegen gab es oligopolartige
Marktstrukturen, wo ganz wenige, manchmal auch Einzelkonzerne, einen Markt gewaltig dominiert haben. Und das ist natürlich für eine Entwicklung eines Gesamtmarktes nicht förderlich. Und das sehen wir ja auch bei uns. Bei uns wird ja eben auch reguliert diesbezüglich. Da gibt es eben Kartellbehörden, die achten, dass man die Marktmacht eben nicht missbraucht. Und da gibt es auch Druck auf die Unternehmen. Das hat in China gefehlt. Natürlich gibt es in China eine andere Vorgehensweise. Ja, das bestimmt man jetzt in Peking, wie das eben zu laufen hat. Aber per se werden diese Märkte, auch in denen sich unsere Giganten da bewegen, für diese selbst auch weiter interessanter werden. Klar, sie werden eine Alibaba beispielsweise, die 70%, 75% des E-Commerce dominieren, die werden sich irgendwann wahrscheinlich bei 50% einfinden oder vielleicht auch 40% einfinden des Volumens. Aber wenn der Markt insgesamt sich in den nächsten 4-5 Jahren verdreifacht, vervierfacht, ja, dann ist der Kuchen natürlich, der dann auf Alibaba runtergebrochen wird, größer als heute. Ja. Und das gilt natürlich auch für die Nummer 2, 3. Und von daher bleibe ich da gelassen. Ja, wie geht jetzt dort strategisch, wie geht man da vor? Ja, schauen wir uns Alibaba an. Da geht es jetzt um den Test der Tiefstände. Ja, $150, gestern $158, wenn man heute die Indikation aus Hongkong nimmt. Da geht es jetzt um den Test dieser Tiefstände. Und da geht es natürlich darum, ja, wage ich hier ein Investment oder nicht? Der vorsichtige Anleger, das haben wir hier schon mal betont, der wartet definitiv auf die Trendwende. Und die erfolgt, wenn Alibaba wieder über $180 klettert. Per Stop-Buy-Limit gehe ich da in Position und bin auf der sicheren Seite. Natürlich der Spekulant, der stellt vielleicht heute zum Eröffnungskurs in New York oder in der ersten halben Stunde schon mal seinen Fuß in die Tür, wenn es nicht schon getan hat. Und setzt einfach darauf, dass hier das Kaufinteresse der Anleger wieder steigt, weil analytisch sind die Unternehmen längst günstig. Und dass da eben nicht, dass man da unterscheiden muss, das sehen wir umgekehrt bei JD. JD ja schon sehr, sehr starker Pullback nach den starken Zahlen. Und jetzt wiederum die Reduktion, man testet die 200-Tage-Linie von oben, die ist bei $75, die wird heute sicherlich nochmal umkämpft sein. Natürlich kann es auch nochmal auf $70 zurückgehen. Das war das kleine Ausbruchsniveau, was man hier technisch im Chart sieht. Und ich glaube, hier zum Beispiel werden wir diese Tiefstände, die wir schon markiert haben, bei $60 nicht mehr sehen. So, und so wird das unterschiedlich wahrscheinlich laufen. Ich komme gleich nochmal auf China zurück, gehe aber jetzt auch nochmal in Sprung, weil es von der Chronologie her hier irgendwie heute so passt. Wobei, wir bleiben in China und gehen eben auf dieses Thema Elektromobilität. Ja. Wie gesagt, Nomura eine Studie gemacht, und zwar haben die die Prognosen für die Durchdringung der Elektromobilität deutlich nach oben geschraubt. Man rechnet jetzt schon damit, dass E-Autos bis 2025 20% der gesamten Autoverkäufe ausmachen werden. Und jetzt hat man ja auch mitbekommen, dass die Regierung in Peking diese Flut an Elektrofirmen irgendwo eindämmen wird, weil man befürchtet eben, dass da zu viele bleiben, zu viele Gelder auch versenkt werden. Also man will da regulierend eingreifen. Und einer der Profiteure wäre da sicherlich BYD, ja, also sowieso die Nummer 1 diesbezüglich in China längst schon. Also man verkauft deutlich mehr Elektroautos eben als Tesla und als viele, viele Konkurrenten zusammen. Und auch hier sieht man eben, ja, also obwohl viele China-Aktien korrigieren, BYD eigentlich gar nicht. Und hier ist es deswegen auch nur eine Frage der Zeit, bis wir das Allzeithoch hier wieder knacken. Es geht ordentlich nach oben bei den Absätzen, bei den Elektroautos. Und von daher ist da BYD ganz klar in der Pole Position. Ja. Dann bleiben wir zwar über Umwege, kommen wir dann gleich nochmal nach China zurück, aber wir gehen erstmal nach Deutschland zu Wacker Chemie. Ja, Wacker Chemie jetzt mehrfach wieder die Prognosen angehoben, weil vor allen Dingen die Nachfrage nach Polysilizium kräftig ansteigt, mittlerweile der größte Umsatztreiber im Konzern. Gerade Großauftrag von Jinko Solar, da sind wir wieder in China. Ja, also die nehmen jetzt schon in den nächsten 5 Jahren 20% der Produktion von Wacker Chemie im Bereich Polysilizium in Anspruch.
Und das zeigt natürlich auch, was da in den kommenden Jahren da noch entstehen wird. Weil natürlich die Klimawende, die haben ja alle Staaten auf dem Schirm. Und Jinko Solar ist einer der großen, der größte chinesische Anbieter diesbezüglich. Und da wird einiges passieren. Wacker Chemie, tolle Entwicklung. Und auch von der Bewertung her immer nur Luft nach oben, solange die Entwicklung so ist. Man kann auch höhere Preise durchsetzen am Markt. Wie gesagt, die Kunden sind ja froh, wenn sie überhaupt was bekommen. Von daher tolle Entwicklung. Ja, Jinko Solar hat jetzt selber Zahlen präsentiert. Der Umsatz 1,23 Milliarden Dollar im abgelaufenen Quartal, leicht über den Erwartungen, aber vor allen Dingen der Gewinn deutlich über den Erwartungen. 89 Cent statt den erwarteten 16 Cent. Das ist natürlich eine Sensation. Trotzdem hat die Aktie kaum was gemacht, weil man beim Ausblick eben zurückhaltend war. Man hat jetzt einen Umsatz zwischen 1,24 und 1,37 Milliarden Dollar prognostiziert. Analysten hat mit 1,6 Milliarden gerechnet. Natürlich auch hier Begründung Lieferkettenprobleme. Also man könnte auch mehr ausliefern, als man jetzt überhaupt kann, weil eben die Lieferketten, die Produktionskapazitäten diesbezüglich eben begrenzt sind. Deswegen hat man ja auch beispielsweise bei Wacker Chemie jetzt schon mal ordentlich bestellt. Man wird das auch an anderer Stelle tun. Natürlich für Anleger nochmal eine gute Gelegenheit, bei Jinko Solar an Bord zu gehen. Spannende Aktie. Man hat ja hier korrigiert im Bereich der 200-Tage-Linie. 48,70 Dollar gestern Schlusskurs, die 200-Tage-Linie knapp darunter. Und ich glaube, auch hier so eine Paketlösung macht Sinn. Eine First Solar aus den USA, eine Jinko Solar und vielleicht den ein oder anderen Wafer-Hersteller. Vielleicht auch eine SMA Solar auf dem gedrückten Niveau, Solar Edge als Ergänzung noch hinzugenommen. Und da bin ich in dem Bereich gut positioniert und dieser Bereich hat für mich eben auch sehr, sehr viel Potenzial. Dann nochmal zurück nach Deutschland, da gibt es eben eine spannende Sondersituation. Wir haben die Aktie hier schon öfters mal besprochen, nämlich Hornbach. Und gestern die Holding mit einem weiteren Sprung neues Allzeithoch. Und das liegt eben damit oder hängt damit zusammen, dass Gerüchte im Markt sind, dass Hornbach schon wieder die Prognose anheben wird. Und auch die Analysten schrauben ihre Prognosen hoch. Warburg geht jetzt schon davon aus, dass man in dem abgelaufenen Quartal 5,64 Milliarden Euro beim Umsatz erzielen wird, statt bislang 5,49 und eben beim Gewinn je Aktie erwartet, also im Geschäftsjahr 2021. Ja. Und beim Gewinn je Aktie erwartet man 9,62 Euro statt bislang 8,73 Euro. Ja. Und man hat das Ziel auf 130 Euro je Aktie hochgeschraubt. Was ich viel spannender finde, ist aber die Baumarktaktie, ja, weil die hängt, und deswegen haben wir hier im Chart mal beide Aktien übereinander gelegt, die hängt der Holding jetzt hinterher. Und das ist sehr, sehr ungewöhnlich, die aktuelle Diskrepanz. Und da gibt es wiederum Gerüchte, wonach die Holding oder die Holding daran interessiert sein könnte, ein Übernahmeangebot für die Baumarktaktie zu machen, um einfach die Aktiengattungen zusammenzulegen. Und es ist eigentlich eher ungewöhnlich, dass die Holding teurer ist als die eigentliche Asset-Marke. Das sehen wir ja auch bei der Porsche Holding, ja, deutlich unter dem eigentlichen Asset, nämlich dem VW-Paket, notiert. Hier ist es genau andersherum. Und für ein Übernahmeangebot müsste man sich eigentlich am Buchwert orientieren. Und der liegt mindestens bei der Hornbach-Aktie im Bereich von 50 Euro, eher sogar darüber. Und so in der Richtung müsste dann auch ein Übernahmeangebot mindestens lauten. Und von daher, wenn ich hier investieren möchte, dann lieber in die Baumarktkette. Denn die Perspektiven, die bleiben natürlich gut. Die Leute wollen weiter bauen für ihr eigenes Heim. Man kriegt ja eh die Handwerker nicht mehr bei, also baut man lieber selbst. Ja, oder natürlich will man den Garten noch auf Vordermann bringen. Alles das spricht natürlich weiterhin für die Baumarktkette und die stillen Reserven im Bereich der Immobilien. Die sind da noch gar nicht mal eingerechnet. Also das ist so eine Sonderchance, die man hier durchaus ergreifen kann. Dann nochmal ein Blick auf die Stimmungslage, ja, und man hört und liest ja da alles Mögliche und
Man hört ja auch, ja, die Fonds sind zu wenig abgesichert wie nie zuvor. Und der Optimismus wäre wieder da. Wir orientieren uns gern an dem oder immer wieder an dem Fear and Greed Index, weil der eben nicht nur so kurzfristige Indikatoren hat, sondern wirklich ein System von 7 Teilindikatoren. Und die geben uns schon immer einen sehr, sehr guten Eindruck darüber, wie wirklich nicht die Stimmungslage nur allein, sondern überhaupt das Anlegerverhalten am Markt positioniert. Also geht es eben auch um Put-Call-Ratios, also wer sichert sich ab, wer hat Put-Optionen im Vergleich oder wie sind die Put-Optionen im Vergleich zu den Call-Optionen. Das gibt einem schon auch immer wieder ein gutes Gefühl dafür, wie die Investoren eben gestellt sind. Und der Indikator, der war ja mal kurzfristig im neutralen Bereich, der ist jetzt schon wieder in den ängstlichen Bereich abgetaucht. Also alles das, was wir am Markt aktuell sehen, das wird mit extrem hoher Skepsis begleitet. Eigentlich vom Anlegerverhalten her, nicht von Umfragen, sondern von dem, was eben da wirklich passiert. Und das ist eigentlich eine große Sicherheit dafür, dass wir diesen großen Einbruch nicht haben. Wir sehen es auch beim Langfristchart, beim Fear and Greed Index. Und da sehen wir ja immer diese extremen Spitzen, die wirklich zum einen die gefährlichen Momente zeigen und zum anderen auch die Chancen zeigen, nämlich vor allen Dingen dann Ende 2018, ja, wo wirklich die Stimmung schlecht war, da ging es um den Handelsstreit zwischen den USA und China, diese Zolltiraden, die da Trump dann losgetreten hat, da war die Stimmung grottenschlecht, ja, und die Kurse im Keller. Und da haben wir ja auch gesagt, diese Stimmung ist so negativ, da lohnt der Einstieg, was sich ja dann auch massivst ausgezahlt hat in 2019, bis hin dann in die Euphorie Ende 2019, Anfang 2020, wo wir dann gesagt haben, und da ging es ja auch schon die Meldungen aus China Richtung Corona, wo wir dann auch gesagt haben, also jetzt wäre es auch mal Zeit für Gewinnmitnahmen. Das endete dann eben in dem März-Crash und natürlich auch in dem Stimmungscrash, was dann auch wieder uns gute Chancen für Käufe gegeben haben. Und jetzt bröckelt das alles wieder Richtung Keller, obwohl wir uns gut halten. Das heißt, im Grunde genommen rücken jetzt eigentlich wieder Einstiegschancen näher, ja, aus stimmungstechnischer Sicht, ohne dass die Kurse groß korrigiert haben. Und das ist einerseits ein Zeichen dafür, wie stabil die Märkte sind, ja, aber andererseits auch ein Zeichen dafür, dass wir uns auf wirklich fantastische neue Rekordniveaus an den Aktienmärkten vorbereiten können. Und das ist auch so etwas, was ich schon, ja, eigentlich schon Anfang des Jahres ins Spiel gebracht habe, dass sich diese Rallye durchaus in eine Euphorie irgendwann mal entwickeln könnte, vielleicht sogar mit wahnsinnigen Ausschlägen noch nach oben, ehe es dann wirklich mal zu einer nennenswerten Korrektur kommt. Ja, und von daher, wie gesagt, sind die Zutaten durchaus gegeben, dass wir das eigentlich erleben, was wir auch beispielsweise im Jahr 99, 2000, da ging die Rallye bis ins Frühjahr hinein, in einer richtigen Euphorie, da war die Stimmung dann auch wieder am Höhepunkt, bis es dann wirklich auch wieder mal zu einer heftigen Korrektur kam. Ist natürlich alles Theorie, das muss man immer von Woche für Woche neu bewerten. Aber wie gesagt, aktuell die Sorge vor einer größeren Korrektur, die habe ich jetzt nicht. Natürlich 5% bei den Indizes kann es immer mal runtergehen, aber da wären wir schon auch wieder teilweise so überverkauft, dass dann gleich wieder die Schnäppchenkäufer auf den Markt treten würden. Von daher, wie gesagt, es tut sich nicht so richtig viel an der Oberfläche, unter der Oberfläche schon mehr. Und wir hangeln uns da durch bis zur Berichtssaison Mitte Oktober. Und was anderes bleibt uns auch gar nicht übrig. In diesem Sinne euch allen einen schönen Börsentag. Und morgen übrigens sind wir wieder vollständig. Der Mick aus seinem Urlaub zurück. Erholt, ich habe vorhin schon mit ihm telefoniert. Der Dreier-Zoom morgen ist wieder traditionell im Programm. Freut euch drauf.